Wenn man die Wahl hat, ein verdorbenes und verkommenes Reich zu regieren oder die Götter herauszufordern, sein eigenes Schicksal zu ändern. Was würde ein König tun? Überhaupt die Wahl. Man kann dem Weg des Schicksals nur folgen, Schritt für Schritt, um den tyrannischen Sternen zu trotzen. So kehrte ich in das Allerheiligste meiner Feinde zurück, in die Festung der Sarafanen, in die noch kein Mensch eingedrungen war. Kein Mensch wurde bemerkt. Im Inneren dieser Mauern wartete meine Beute, Möbius, der Hüter der Zeit, der Lügner und Intrigant, der mit den Menschen spielte. Dann haben wir ein ganzes Nest dieser Teufel ausgehoben. Aber diesen Bereich haben wir schon gesäubert. Nicht genug, aber egal. Wir haben jeden einzelnen Betreuer gereinigt. Mögen ihre Seelen nun Ruhe finden. Lord Möbius wird zufrieden sein. Es war an der Zeit, dass er einige Fragen beantwortete. Ich hoffte um seinetwillen, dass er mit mir reden würde. Ja, und da fangen wir auch direkt an mit dem Spiel. Wir spielen Soul Reaver Legacy of Kain's Devance. Ja, okay, direkt Legacy of Kain's Devance. Ist ja eigentlich kein Soul Reaver, aber darum geht's nicht. Es geht darum. Dieses Spiel ist zwar durchaus alt, es ist aus dem Jahr 2003, aber ich finde, für das Jahr hat es eine verdammt schöne Grafik, der Stil allgemein, und ich finde allgemein dieses Spiel wunderbar. Ich hätte auch normalerweise mit dem zweiten Teil angefangen, Soul Reaver 2, aber ich habe mich doch für Devance entschieden, weil es einfach der schönere Teil ist und man sich einfach auch gut einleben kann. Ein bisschen zur Geschichte, wir spielen Kain. Momentan einer der ein großer Vampirherrscher, der ursprünglich ein König über das Reich Novgorod war. Und ja, wir gehören nicht zu den Guten. Ich sag's mal so: im ersten und zweiten Teil von Legacy of Kain, Soul Reaver, haben wir keinen gejagt. Aber bevor ich hier alle tot quatsche, fangen wir direkt an mit dem Spiel. Ich muss mich aber erstmal nochmal an die Steuerung gewöhnen. Das ist mit nur der Tastatur, ich spiele ohne Maus, das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen, ja toll, danke für Aktion. Wo ist Aktion? Okay. Ups. Stirb, Vampir! Und wie man gerade gehört hat, wir sind ein Vampir. Oh, verreckt. Los! Ja, okay. Ja, what?
Und der will natürlich immer wieder nicht verrecken hier. Komm. Ah, endlich. Oh, welche Taste? Oh mein Gott, welche Taste war das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich guck kurz nach. I know. So, ich habe das umgestellt. Im Root saugen, dann ist das alles einfacher. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, gut. Los, kein, mach mal ein bisschen was. So. Uah. Ach da. Oh, ich glaube ein bisschen leiser. Das ist ja wohl ein bisschen arg laut. So. Ja, das ist ja wunderbar. So. Hilfe! Helf mir! Oh, bitte nicht! Von Zeit zu Zeit muss ich mich stärken. Und die seltenen Momente eines seraphanischen Festschmauses muss man genießen. Da unten sieht man auch direkt unsere Lebensanzeige, Schrägstrich Blutanzeige. Ja. Die muss man sich regelmäßig auffüllen, die sinkt nämlich automatisch. Ich hatte mir vorhin keinen Schaden genommen im Kampf, war aber trotzdem angeschlagen, weil halt ein Vampir wie Kain regelmäßig Blut braucht. Naja, wir suchen alles ab, man findet öfters mal Updates, die hilfreich sein können. Nebenbei, ich lasse jetzt Assassin's Creed fallen, weil erstmal ist es nicht gut angekommen, zweitens hat mir selber keinen Spaß mehr gemacht. Stattdessen kommt jetzt Legacy of Kain dran. Sorgen wir sie alle aus. Alle miteinander. Ich meine, da wäre noch was gewesen, aber egal. Das Spiel ist auch sehr storylastig, Großteil. Muss man also, wundert euch nicht. Gehen wir weiter und da ist es ja schon. Ich kenne das Spiel, ich habe schon öfters mal gespielt, nur noch nie richtig durch. Wusste das hier. Was war das? Oh. Wasser ist für einen Vampir wie Säure. Ich musste einen anderen Weg hinüberfinden. Ja, wollte gerade sagen, ich wusste, dass da der Geheimgang ist. Ja, es heißt Geheimgang, da musste ich sogar lang, nur ich habe halt wieder vergessen. Aber Kain erzählt uns ja schon selber, was schon die Schwächen von dem Vampir sind. Die Großteil müsste ja bekannt sein. Ist hier noch etwas? Nope. Dann können wir hier hoch. Leck. Ich will. Ach, da ist es ja. Gut. Und ein Upgrade für die Telekinese. Und da ist ein. Ja, das ist ja praktisch. Das ist jetzt ziemlich praktisch. Und noch einer. Am Anfang ist das Spiel noch relativ leicht, würde ich behaupten. Es wird später noch ein bisschen schwieriger. Dieser Gang führte zweifellos zum Zeitstrom. Meine Beute.
Zeit war zum Greifen nah. Leider versiegelte eine gesegnete Barriere die Tür. Als ich mich näherte, begann der Reaver zu vibrieren. Ob seine dunkle Magie den Zauber der Barriere brechen konnte? War der Reaver noch nicht mächtig genug, diese Barrieren zu zerschmettern? Es musste einen anderen Weg geben. Ja, der Reaver, das ist die legendäre Waffe, die ihr hinten seht, der Soul Reaver, nach dem das Spiel auch benannt wurde. Ein legendäres magisches Schwert in dem Spiel, das das Blut des Gegners trinken kann. Das ist also diese Sache. Ja. Entschuldigung, kurz gucken, wo ist die Telekinese-Attacke? Telekinese, nächste Seite. Telekinese ziehen. Oh. Okay. So, schieß doch. Goodbye. Hey. Goodbye. Ja. Weiter geht's. Laufen wir mal hier lang. Geht's weiter. Oh, ein Buch. Ein mechanisches Buch. Lasst mich rein. So. Ja. Scheiße gelaufen. Zurück. Nur die Türen gehen auf beiden Seiten auf. Sehr logisch, aber es ist ja egal. Wir müssen einen Weg finden. Wie geht es weiter? Was? Ach, das ist ein Blutbehälter. Wo ist der Blutbehälter? Hier irgendwo ist ein Blutbehälter. Ich hab's gesehen.